nettes Schwert finden. Okay, ich hätte gerne einen Anderthalbhänder, den wir jetzt hier leider nicht finden. Aber wir können uns vielleicht noch ein bisschen was zu essen besorgen. Es wird hier übrigens auch ein bisschen weniger Nahrung verbraucht mit dieser Modifikation. Das heißt, wir müssen einfach ja, nicht ganz so häufig uns Nahrung besorgen dann. Das ist durchaus praktisch. So, und wir rekrutieren einfach mal ein paar Freiwillige. Und dann schnappen wir uns hier mal diese Plünderer. So, ich würde sagen, wir stellen uns mal hier oben auf und ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich treffe natürlich nichts. Komm. Autsch. Oh oh. So, das sieht doch aber schon mal gar nicht so übel aus. So, wunderbar. Damit hätten wir die wohl erledigt. So, schauen wir mal. Wir haben 8 verwundete Gegner, die wir am besten direkt auch mal gefangen nehmen. Die Verwaltung für die Gefangenen gibt übrigens doppelt so viele Plätze wie normal. Das heißt, wir haben hier... Ja. Pro Punkt 10... Und nicht mehr nur 5. Das ist eine richtig nette Verbesserung, meiner Meinung nach. So, jetzt sehen wir auch richtig lächerlich aus. Wie es auch anders nicht sein kann. So, dann würde ich sagen, haben wir Miliz. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen am besten hier direkt nach Praven und... Oh, was sehe ich da? Wir haben ein nächstes Turnier. Das ist gar nicht so übel. Wir werden die Quest hier schon mal abgeben. Achso, und wir können hier jetzt an dieser Stelle unsere Gefangenen verkaufen. Wunderbar. Und ich würde sagen... Wir machen beim Turnier mit und platzieren erstmal eine Wette auf uns selber. So, wunderbar. Mal. Na komm, bleib stehen. Ha, wunderbar. Hm.
Nehmen wir mal hier ein bisschen Anlauf. Und mit eingelegter Lanze. Nee. Nicht getroffen. So, komm, lass mich hier durch. Sehr schön. Und der finale Angriff. Ach, daneben. Jetzt finaler Angriff. Wunderbar. Ein Elite-Soldat weniger. Und dann platzieren wir wieder eine Wette auf uns und kämpfen in der nächsten Runde. Schauen wir mal. Ah, das war gar nicht so übel. Und da war die Klingenschwester. Und der Elite-Soldat. Das war meine... Ja. Oh, jetzt hänge ich hier schon wieder mit den Idioten fest. Na. Ein Schadenspunkt ist jetzt nicht wirklich die Welt. Schauen wir mal, dass wir hier den ohne Pferd am schnellsten platt machen. Der ist nämlich dann gar nicht so einfach sonst zu erwischen, wenn ich alleine gegen den dann antreten muss. Ah, daneben. Wunderbar. Das war ein bisschen früh. Und eine Klingenschwester auf dem Boden. Sehr schön. Platzieren wir wieder eine Wette auf uns. Es sind noch 16 Teilnehmer dabei. Das ist definitiv machbar. Auch wenn wir ein bisschen weniger Leben haben. Momentan. Ja, komm schon. Sehr schön. Ha, wunderbarer Treffer. Und wunderbarer Treffer. Jetzt ruckelt's gerade etwas. So, komm schon. Ha. So, und der letzte. Und weg ist er. Sehr schön. Und wir sind in der nächsten Runde und nur noch 8 Teilnehmer dabei. Das läuft doch wirklich wie am Schnürchen. Wunderbar.
Schöner Treffer. So, wir reiten hier einfach mal zwischen diesen beiden Gruppen hin und her. Ha! Das war ein guter Treffer. So, und jetzt unseren Teamkameraden retten. Sehr schön. Elite-Soldat, mach was draus. Das gibt's doch nicht. Nicht erwischt. Aber wir werden da definitiv jetzt einen umhauen. Oder auch nicht. Naja. Aber war knapp 36 Schaden. So, schauen wir mal. Wir werden verfolgt. Ah, das war meiner. Idiot. So, schauen wir mal. Es sind noch 4 Teilnehmer dabei. Und wir kämpfen in einer Zweierrunde. Naja. Gut, als Kampf würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das war ziemlich knapp. Okay, der ist nicht voll draufgegangen. Wow. König Carlos. Wunderbar. Ja, so muss das laufen. Und da wir so viel Kohle haben und 3 Level aufgestiegen, kaufen wir uns am besten auch direkt ein Produktionsgewerbe. Und zwar unsere Dyeworks. So, 538 Dinar Profit im Monat. Das ist akzeptabel. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir uns hier diese Räuberbande schnappen. So. Das ist... eine ziemlich blöde Stelle für einen Kampf. Schauen wir mal. Ja, da hinten ist nicht ganz so steil. Vielleicht kommen wir da einigermaßen vernünftig nach oben. Wäre auf jeden Fall gar nicht so übel. Schauen wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir ziehen unsere Leute mal sicherheitshalber hier rüber. So, und dann müssten hier auch oben irgendwo dann mal unsere Gegner auftauchen. Holen wir dazu mal lieber unseren Bogen raus. Bogen-Skill ein bisschen trainieren. So, wo sind unsere Gegner? Moment. Ah, okay. Da sind sie. Naja, das war ja nicht wirklich was. Okay. Wenigstens haben wir einen Treffer gelandet, auch wenn wir keinen Kill zusammenbekommen haben. So. Und ich habe natürlich hier nicht das Zeug verkauft, das ist nicht so gut. Schauen wir mal. Dass wir das Zeug am besten direkt loswerden. So, vielleicht können wir hier auch direkt noch ein bisschen Ausrüstung kaufen. Das wäre eine nette Rüstung.
Aber da haben wir nicht genug Kohle. Ja, vielleicht warten wir damit doch noch ein bisschen und schauen hier lieber mal noch nach einem einigermaßen vernünftigen Schild und nicht hier diesem komischen Billigzeug. Ja, der hier sieht schon mal besser aus. Schön mit unserem Wappen drauf. Das gefällt mir. So. Pferdehändler. Holen wir uns vielleicht hier auch noch ein einigermaßen vernünftiges Pferd. Achso, wir haben Reitskill 2. Ja, nehmen wir das hier mit. So, wunderbar. Dann haben wir uns ein bisschen ausgerüstet. Ne, halt, die Quest haben wir schon abgeholt. Beziehungsweise die müssen wir nicht abholen. Wir müssen in das Entführerversteck. Beziehungsweise erstmal hier unsere. Ja, ne, warten wir noch. Moment. So. So. Dann setzen wir hier mal kräftig auf Bogenschießen, damit wir da drin ein bisschen besser werden. Und ab ins